Und willkommen zu einem neuen Umzugsvlog. Umzugsvlog Nummer 2. Oh Junge, Leute, es ist ein Chaos. Ich habe mich jetzt eine Weile nicht gemeldet. Ich glaube sogar mehrere Wochen. Also ich habe mehrere Wochen nichts mehr aufgenommen, nicht mehr mit der Kamera gesprochen, weil alles einfach so überfordernd war und auch immer noch ist. Aber es geht voran. Ich bin vor 2,5 Wochen von Berlin nach Essen gezogen, in meine eigene Wohnung mit meinen 2 Katzen. Und es ist eine Menge passiert. Ich bin auch so todmüde von allem, was gerade so ansteht, was alles gerade so passiert. Aber ich bin auch mega happy. Ich bin ultra, ultra happy, hier zu sein. Es ist auch zwischenmenschlich super viel los gewesen die letzten Wochen, einfach weil ich halt, ja, mich mit vielen Freunden getroffen habe, mit viel Familie getroffen habe und so weiter und so fort. Weil ich halt jetzt einfach wieder in der Nähe bin und es ist sehr schön. Ich kann euch auf jeden Fall ein kleines Wohnungsupdate gleich erstmal geben. Wie jetzt hier alles so aussieht, wie ihr es vielleicht schon im Hintergrund seht, es ist schon ein bisschen eingerichtet, es ist sogar schon ein bisschen dekoriert. Ich habe auch mittlerweile schon eine Küche. Aufgebaut ist sie noch nicht. Seit gestern habe ich auch einen Kühlschrank. Tatsächlich war das Essen, was ich mir gerade gekocht und gegessen habe, das erste richtige Essen, was ich hier verzehrt habe. Einfach weil ich vorher keinen Kühlschrank hatte und dann keine Lebensmittel einkaufen konnte, die halt schlecht werden. Halleluja, ich bin wirklich einfach nur dankbar, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, Sachen zu kühlen. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Wohnungsupdate-Tour. Fangen wir mal im Schlafzimmer an. Man sieht direkt meine Monstera, wenn man reinkommt. Und ich habe so neue Kallax-Boxen mir gekauft. Die sind ultra süß. Ich liebe die über alles. Ich habe schon überlegt, ob ich die unteren auch damit austausche, aber ich glaube, ich lasse es erstmal so. Ja, meine Yogamatte liegt hier, weil ich hier mich ein bisschen gedehnt habe. Und was auch noch neu ist, ich habe an der Tür jetzt meine Taschen wieder hängen und da ein Bild aufgehangen. Die Kleiderstange hängt immer noch nicht, aber dafür ist es hier ein bisschen ordentlicher. Wenn man hier weitergeht, sehen wir, dass ich meine Bilder wieder aufgehangen habe. Ich lieb's. Ich liebe meine Bilderwand. Ich liebe es, dass alles so blau, rosa, gold ist. Und auch hier, die Regalbretter fehlen noch über dem Bett. Und ich habe dieses Nachttischchen gekauft und aufgebaut. Ich habe es alleine getragen, vom Ikea hierhin. Das war schwerer, als ich dachte. Ich habe es voll unterschätzt. Sorry auch, dass es hier so unordentlich ist. Oh mein Gott. Hier an der Wand habe ich auch noch meine Schmetterlinge aufgehangen. Mein Wäscheständer steht hier. So sieht das Ganze hier aus. Yippie! Mein Arbeitsplatz. Meine Klamotten sind immer noch da in dem Koffer. Und ich habe auch hier die Bücher noch nicht einräumen können, weil ich noch kein Bücherregal habe. Und Leute, ich habe mir hier meinen Blu-ray-Player angeschlossen und habe Scrubs geschaut. Ich lieb's. Weil ich noch kein Internet habe. Das ist der Stand gerade in meinem Schlafzimmer. Ich muss sagen, ich bin schon sehr zufrieden. Das ist der erste Raum, der komplett boxenfrei ist. Also hier fehlen halt nur noch so die Klamotten am Kleiderständer und halt, dass Sachen auf dem Boden rumstehen. Aber ich habe keine Kartons mehr in diesem Raum. Gehen wir weiter. Ja, im Flur hat sich, glaube ich, auch einfach nichts getan. Und im Badezimmer habe ich so eine Aufhängerung. Ich weiß nicht, ich glaube, die habe ich neu. Hier hängen ja meine Handtücher. Ich habe eine Waschmaschine, die gerade auch meine Lampe und mein Abtrocken-Rack sind. Generell meine kleine Waschstation. Ich liebe es. Ich liebe es gerade, Wäsche zu machen, weil ich liebe es einfach. Ich weiß nicht, ich liebe meine Waschmaschine über alle. Ich liebe hier diese kleine Waschstation. Ich glaube, ich werde das alles auch noch so ein bisschen nochmal rücken, dass hier auch nochmal ein Regal hinpasst. Reden wir nicht darüber. Ansonsten ist hier auch alles gleich und hier gibt es tatsächlich auch noch einen Karton. Aber das gute Teil. Wirklich, ich liebe diese Maschine über alles. Hier ist Millie. Hallo Millie. Millie möchte spielen. Und jetzt mein Wohnzimmer. Also es sind viele Sachen passiert, aber es sieht einfach noch scheiße aus. Ich habe zum Beispiel auch einen neuen Staubsauger. Der ist richtig nice. Meine Pole-Stange steht. Ich weiß gar nicht, ob die auch schon stand das letzte Mal. Ich glaube nicht. Aber meine Pole-Stange steht. Ansonsten ist hier noch tote Hose. Ich muss bohren. Ich muss Sachen auspacken. Ich brauche immer noch einen TV-Stand. Es dauert alles, Leute. Es dauert alles, ja. Eine Sache habe ich. Und zwar hängt hier was, wenn man das drückt. Ich habe einfach so eine geile Lampe von Ikea jetzt. Und man kann auch die Farbe einstellen. Moment. Pink, Orange,
Richtig cool. Ich liebe dieses Ding. Und es ist so geil, dass man das mit dieser Fernbedienung einstellen kann. Ne, Bobby? Wie ihr gesehen habt, setze ich mich übrigens immer hier hin und esse auf der Fensterbank und gucke dabei raus. Ja, und willkommen in meinem Chaos. Ich habe nicht nur Umzugskartons, die noch voll sind, sondern auch Unmengen an Müll plus ganz viele Küchenteile. Man sieht nicht mal mehr, dass hier eigentlich ein Tisch steht. Ja, das sind alles Küchenteile. Das ist mein Müll vom Kühlschrank, der gestern geliefert worden ist. Hier steht auch mein Ofen. Das ist alles Pappmüll. Es ist eine Krise. Und mit der Küche sind wir so weit, dass wir die Korpusse aufgebaut haben. Ich habe schon zwei Schubladen aufgebaut. Die eine liegt noch da unten drin, weil ich das Ding hier oben falsch eingeschraubt habe. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das so richtig eingeschraubt habe, weil es so ein bisschen... Das wird schon richtig sein. Wenigstens habe ich jetzt so ein bisschen Platz, um hier zu kochen. Auch wenn es alles noch sehr provisorisch ist. Sehr provisorisch. Kann ich jetzt wenigstens schon mal kochen. Ich habe auch Lampen gekauft. Einmal diese Lampe hier fürs Wohnzimmer. Ich habe überlegt, da auch so eine bunte Glühbirne reinzumachen. Ich glaube, das ist cool. Ich glaube, das könnte cool werden, wenn ich da dann einen Knopf drücke und auf einmal wird alles rosa. Finde ich irgendwie geil. Ich kann keine Lampen aufhängen und ich bin noch am Warten, bis jemand da ist, der mir diese Lampe aufhängen kann. Und für die Küche habe ich auch eine Lampe gekauft. Und zwar, man sieht das jetzt schlecht, aber das ist so ein Donut quasi. Und wenn die an ist, sieht die sehr schick aus und die ist dann halt eben für die Küche gedacht. Und Leute, jetzt das Beste, was mir die letzten Wochen passiert ist. Und zwar mein Kühlschrank! Ich bin so unfassbar happy, diesen Kühlschrank zu haben, ne? Das war auch einfach der größte Pain. Ich muss mich jetzt mal ganz kurz hier hinsetzen und euch davon erzählen, warum es so ein Pain war mit dem Kühlschrank. Und zwar habe ich einen Termin bekommen von der Spedition. Wann die den liefern? Dann kamen die und der hat mir gesagt, der liefert nur zur Bordsteinkante. Okay, wusste ich nicht. My bad, I guess. Aber was er mir auch gesagt hat, ist, dass dieses Paket 250 Kilogramm schwer wäre. Und das hat er nicht nur einmal gesagt, nein, das hat er dreimal gesagt. Ich habe sogar nachgefragt, ist das wirklich so schwer? Und ich habe zu dem Zeitpunkt, ich war komplett die Lulu, ich habe nicht geschlafen gehabt, ich war komplett müde und ich war so, dann kann ich nicht annehmen. Ich kann es nicht annehmen, es geht nicht. Wenn das so schwer ist, dann kann ich es nicht annehmen. Ich habe niemanden, der mir das tragen kann. Dann hat er es wieder mitgenommen. Ich habe dem Support geschrieben, hey, könnt ihr es bitte nochmal schicken? Und gestern hat es dann einfach geklingelt und er hat mir diesen Kühlschrank geliefert. Und ich war so, ich wusste nicht, dass der heute kommt, sonst hätte ich jemanden da gehabt, der jetzt tragen hilft. Und dann hat der Typ netterweise mir den Kühlschrank in meinen Hausflur unten getragen. Beziehungsweise ich habe auch geholfen. Ja, auf jeden Fall stand er dann im Hausflur und dann habe ich Gott sei Dank gestern Abend Hilfe bekommen beim Hochtragen und jetzt steht der Kühlschrank hier. Ich bin ultra happy. Der ist auch einfach so cute. Der sieht einfach so süß aus. Das ist eine Karte, die hat mir Sarah geschenkt. Die finde ich auch einfach so perfekt von den Farben. Dann habe ich hier meine Shoppingliste, die habe ich von Sally. Ja, den Dyson kaufe ich mir nicht. Dafür habe ich mir einen ALG gekauft. Smack-Kühlschrank brauche ich auch nicht, weil ich habe Wolkenstein-Kühlschrank. Ja, dann hängen hier noch so Sachen, das hatte ich auf der Gamescom mal gekauft, oder? Oder? Nee, auf der TwitchCon. Auf der TwitchCon, actually. Von Schloss Neuschwanstein, mein Magnet. Die habe ich noch aus Köln, die Karte. Das hat meine Mama gemalt und das ist auch von der TwitchCon. Und hier drinnen, es sieht noch unfassbar leer aus, aber hey, ich habe einen Kühlschrank. Zwei Soßen, ich habe Eier. Ich habe ein bisschen Gemüse. Fantastisch, wirklich fantastisch. Und hier oben ist auch Himbeeren und Eiswürfel. Wirklich, Leute, dieser Eiswürfel-Tray ist so geil. Ich habe den von Sunny geschenkt bekommen zum Abschied. Und der ist von DM einfach. Und der ist wirklich so geil, weil diese Eiswürfel da so leicht rausgehen, ne? Ein Traum. Ein Traum. Ja, Leute, das war meine vorzeitige Roomtour. Ich werde euch die Tage auf jeden Fall mitnehmen, wie ich weiter in der Küche hantiere. Heute bin ich noch am Arbeiten und treffe mich heute Abend mit meiner Oma. Ich gehe mit der spazieren. Die habe ich nämlich jetzt auch eine Weile nicht gesehen. Und ich gehe sie besuchen. Und dann gehen wir eine Runde an der Ruhr spazieren. Und da freue ich mich schon voll drauf. Good morning, my dear friends. Was geht ab? Ich habe mir gerade eine Maske drauf gemacht, wie man unschwer erkennen kann, weil ich irgendwie so ein paar Pickel habe und sowas. Sieht fresh aus, oder? Jetzt Freitag. Heute kommt mein Internet endlich. Ich bin so happy. Und heute möchte ich meine Küche weiterbauen. Meine Stimme ist irgendwie voll im Arsch. Ich weiß nicht wovon, ich weiß nicht warum, aber meine Stimme ist im Arsch. Also nicht wundern, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre. Wir haben jetzt 11 Uhr.
Uhr und ab 12 Uhr könnten die kommen. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal einmal fertig machen. Vielleicht einmal duschen, meine Maske abmachen, bisschen fresh machen und so. Und dann geht es an die Küche. Ach, die Sonne scheint hier morgens immer so schön ins Schlafzimmer. Ich liebe das. Das ist wirklich eigentlich perfekt, weil morgens scheint die Sonne hier ins Schlafzimmer und dann halt nachmittags ins Wohnzimmer und in die Küche. Und ich finde das irgendwie voll angenehm. Ich werde jetzt noch eben meine Spiegel putzen. Ich muss wirklich sagen, seitdem ich hier in der Wohnung wohne, mir macht Putzen so viel mehr Spaß. Einfach, weil es meine Bude ist. Es ist nur mein Dreck, den ich wegmache. Und es ist eine schöne Wohnung, die manchmal natürlich auch sauber halten, ne? Leute, es kam gerade ganz unverhofft dieser schöne Blumenstrauß an. Ist der nicht süß? Juhu! Ich habe den Blumenstrauß von meinen Kollegen bekommen für diese Woche, weil alle irgendwie weg waren und ich alleine Stellung gehalten habe. Richtig süß, richtig süße Geste. Und ja, ich bin jetzt fertig in meinem Lounge-Set und mache mich jetzt dran, die Küche weiter aufzubauen. Ich habe hier gerade schon, also ich habe hier eine Schublade und hier ist noch so eine kleine Schublade drin. Die habe ich gerade angebracht, schon diese kleine Schublade. Schon cool. Und jetzt geht's an die weiteren Schubladen dran. Ich saß gestern in der S-Bahn, so wie ständig. Deutschlandweit gültig. Willst du mich verarschen? So, Schublade Nummer 3 ist auch eingebaut. Ich bin so stolz auf mich. Ich hatte gerade die aus Versehen erst zu tief eingeschraubt. Und jetzt, oh, das klingt gar nicht gut. Ich würde behaupten, ich komme ganz gut voran. Die Schublade, die hier vorhin rausgefallen ist, ist wieder drin. Die funktionieren jetzt alle, sagte sie. Und es funktionierte nicht. Ja, also hier sind schon 3 Schubladen fertig. Hier ist eine Schublade fertig. Und ich bin gerade bei der nächsten Schublade für dit. Und dann kommt da unten noch eine Schublade hin. Und dann sind es nur noch die Türen. Und das ist so mein Ziel für heute. Die Türen und die Schubladen fertig zu bekommen. Und ja, der Pappmüll staut sich des Grauens. Aber ich gucke nebenbei Scrubs. Ich habe jetzt endlich WLAN. Hallo Leute. Ich finde, ich sehe so scheiße aus, ne? Ich brauche morgen erstmal komplettes Paket. Everything Shower and all of that. Ich war gerade einkaufen und ich habe fast 90 Euro ausgegeben bei Rewe und DM insgesamt. Ich habe mir super random so einen Nagellack gekauft in so einem dunklen Rot, weil ich gerade mir meinen Hintergrund eher so rot gemacht habe. Ich habe super viele Lebensmittel gekauft, die halt auch teurer sind, die man halt einmal kauft und dann lange benutzt, wie zum Beispiel Olivenöl oder Kokosöl oder Leinsamen oder... Ja, ich habe einiges gekauft, auch viel Skincare, deswegen war das alles sehr teuer. So sieht es aus. Und jetzt werde ich mich wieder der Küche widmen. Ich habe die Schubladen alle fertig. Die Schranktüren fehlen. Und ich glaube, die mache ich heute noch. Also ich hoffe, ich mache die noch und ich schaffe das heute noch. Ach, ich bin ein bisschen im Eimer. Deswegen nur so weit, wie ich komme. Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe gerade meine gesamte... Bin ich schon fertig? Mein Sunday Reset gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich schon fertig bin oder nicht. Mili Maus. So eine süße kleine Minimaus. Ja, was guckst du mich denn so an? Ich habe gespült. Ich hatte sehr viel zu spülen. Ich habe das Badezimmer geputzt. Ich habe gestaubsaugt. Ich habe gerade Robert noch rumwischen lassen. Beziehungsweise Robert wischt noch rum. Ich habe eine Wäsche angemacht. Meine Handtücher. Zack. Meine Pflanzen gegossen. Ich liebe das. Ich liebe meine Wohnung und ich liebe es, meine Wohnung sauber zu halten. Das macht übel Spaß gerade. Und ja, heute ist eigentlich so ein Entspannungstag ein bisschen. Ich bin heute ausnahmsweise mal nicht verabredet. Ich habe heute keine Termine und habe mir den Tag so ein bisschen freigehalten für Wohnungsputz, was ich jetzt schon quasi abgehackt habe. Und Videoschneiden. Meinen Blumenstrauß nochmal gekürzt und frisches Wasser reingemacht und sowas. Auch die sind so schön, wirklich. Die sind so schön. Ich habe gerade auch ein Foto davon gemacht mit meiner Einwegkamera. Ich habe nämlich beim DM so eine Einwegkamera gekauft und möchte jetzt so ein paar Erinnerungen damit festhalten, um dann so anzufangen, ja, so ein Fotoalbum zu machen. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ansonsten ist heute
heute, glaube ich, ein entspannter Tag. Ich werde jetzt erstmal so ein bisschen cozy, glaube ich, mir einen Kaffee machen. Nebenbei läuft ein Stream von der lieben Emma. Ich habe ewig keinen Stream mehr geschaut, aber ich muss bei Emma reinschauen. Sie macht einen Subathon. Und ich mache mir einen Kaffee und ich gucke den Stream und ich glaube, ich lese. Und ich muss meine Skincare noch machen. Ich bin auch noch so, ich habe noch so Make-up-Reste von gestern irgendwie drauf. Aber was ich derzeit lese, sorry Leute, ich bin hier gerade hin und her, rechts, links, rechts, links. Ich gucke mich mal aufs Sofa. Und zwar, was ich gerade lese, ist One of Us is Lying. Das habe ich mir vor einer Weile im Dussmann gekauft mit dem Farbschnitt. Bin jetzt auf Seite 119. Es ist das erste Buch seit langem, was mich mal wieder so ein bisschen hookt. Ich habe davor die Addicted-Reihe weitergelesen, aber irgendwie hat der letzte Teil mich jetzt nicht so komplett abgeholt gehabt und hat sich so ein bisschen schwerwiegig angefühlt. Und das lese ich sehr, sehr gerne. Ich bin ja eh so ein Fan von so Murder-Mystery. Und genau, es ist halt sauspannend. Es geht halt irgendwie um 4 Jugendliche, denen allen vieren quasi der Mord an einem Mitschüler vorgeworfen wird, weil es auch Beweise gibt, Motive gibt und einer von den 4 könnte es gewesen sein. Es könnte natürlich auch wer anders gewesen sein, aber die 4 sind die Hauptverdächtigen wegen bestimmten Tumblr-Posts, die rauskommen. Und da habe ich Bock drauf, das jetzt zu lesen und es mir hier richtig cozy zu machen. Vielleicht auch mit Duftkerze und so. Wirklich, Leute, ich bin so verdammt glücklich, jetzt einfach eine Wohnung für mich alleine zu haben. Es ist wirklich einfach ein Blessing für mich. Bobby. Bobby, du darfst da nicht rauf. Du darfst da gar nicht rauf. Aber er geht rauf. Ja, es ist einfach ein Blessing für mich, jetzt meine eigene Bude zu haben. Ich appreciate das sehr. Bin sehr, sehr happy, meine Ruhe zu haben, meinen Ruhe-Space zu haben. Machen zu können, was ich will. Einrichten zu können, wie ich will. It's still a long way. Aber ja. Hatte ich euch eigentlich die Küche gezeigt? Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Küche gezeigt habe, wie sie jetzt aussieht. Tada! Ich habe alle Fronten fertig. Da kommt der Ofen rein. Die Henkel fehlen noch und ich glaube, die Schubladen sind auch nicht perfekt drin. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Platte. Es sind wirklich nicht mehr viele Kartons. Ich glaube, die beiden Hängeregale kriege ich auch noch gebaut. Und das hier sind die Platten für in die Schränke rein. Und da habe ich ein paar. Ich glaube, die sind auch für die Hängeschränke. Das ist für, genau, das ist für den großen, das ist für den kleineren. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Dieser Vlog zieht sich so sehr, weil ich immer wieder Tage habe, wo ich einfach gar keine Zeit habe zum Filmen oder für irgendwas. Und dann danach Tage habe, in denen ich so kaputt bin, dass ich einfach nur auf dem Sofa liege und nichts mache. Aber hallo Leute, was geht? Ich melde mich mal wieder mit einem kleinen Update. Ich weiß nicht mal mehr, wann ich angefangen habe, dieses Video zu filmen. Ich weiß nicht mehr, was ich schon alles gezeigt habe, was ich schon alles gesagt habe, aber ich weiß auf jeden Fall was Neues. Wir haben heute Dienstag. Am Wochenende war mein Papa da und hat mit mir die Küche gemacht. Ich habe jetzt einfach eine funktionierende Küche und sogar schon Licht in 2 Räumen. Also es ist wirklich, es geht voran. Es wird ein bisschen wohnlicher alles hier. Ich zeige euch einfach mal. Einmal habe ich jetzt im Badezimmer Licht. Fantastisch. Und Leute, seid ihr ready, die Küche zu sehen? Oh mein Gott, ich bin wirklich so happy. Tada! Es ist natürlich alles noch nicht komplett fertig. Die Griffe fehlen noch. Und es sind noch so ein paar Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Ich habe auch in der Küche nämlich jetzt Licht. Wow. Genau, also die Griffe fehlen noch. Aber ich habe einen Induktionsherd. Ich habe einen richtig schönen Ofen. Ich finde den so pretty. Es ist wirklich fantastisch. Hier hinten haben wir, weil das so ein bisschen schief ist, die Kante ein bisschen angesägt, dass er Platte bis zur Wand anschließt. Hier drunter stehen einfach so ein paar Sachen. Meine Kaffeemaschine steht hier schon. Und ich habe laufendes Wasser. Oh mein Gott. Wow. Ich habe Wasser und ich habe meine Spülmaschine aktiv. Es ist wirklich ein Träumchen. Ich bin wirklich ultra, ultra happy mit der Küche. Ich muss jetzt, wie gesagt, halt noch so 2, 3 Kleinigkeiten fertig machen, wie zum Beispiel die Griffe oder den Mülleimer festschrauben, dass man den auch so rausziehen kann. Was gibt es sonst noch Neues? Wir haben jetzt Oktober. Es ist einfach kalt. Ich bin einfach am Heizen. Ich habe meinen ersten Monat hier hinter mir. Da stehen noch Sachen, die in den Keller müssen übrigens. Please ignore. So, schon besser. Es ist Herbst. Es regnet. Ich habe ein neues Handy. Neu, alt. Es ist ein gebrauchtes iPhone 13 mit einem neuen Akku, was ich refurbished gekauft habe.
Und ich bin sehr happy. Ja, und heute werde ich wieder arbeiten. Ich war gestern krank und werde heute wieder arbeiten. Freue mich eigentlich auf den Tag. Also ich versuche einfach mir so ein bisschen einen cozy Arbeitstag zu machen, nicht zu sehr mich reinzustürzen. Und ich habe mich wieder beim Gym angemeldet. Da gehe ich heute Abend auch hin zum Yoga wahrscheinlich. Ja, ich denke, ich werde heute einfach ein bisschen mitfilmen und ein bisschen noch meinen neuen Alltag hier in Essen einfangen. Meine neue Wohnung ein bisschen einfangen. Und dann ist es doch alles tipptopp. Auch wenn ich jetzt kochen kann, essen muss ich immer noch auf dem Boden. Ich habe gerade Feierabend gemacht und gehe jetzt einkaufen. Ich habe so eine süße Einkaufstasche bei Rewe gefunden. Like, wie cute ist die bitte? Ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt einkaufen. Ich brauche Lebensmittel. Hallo Bobby. Hallo Bobby. Oh, was ein Süßer. Ich habe auch gerade schon meinen Ofen einmal ausgebrannt. Ich glaube, das sagt man so, weil ich voll Bock auf eine Tiefkühlpizza habe. Und deswegen gehe ich jetzt einkaufen, kaufe mir meine Lebensmittel, die ich brauche. Werde dann heute lesen. Ich wollte eigentlich zum Yogakurs, aber ich bin ehrlich, ich pack's gerade gar nicht und habe gerade auch nicht so die Motivation. Oh, ich bin so frustriert, weil ich nicht weiß, was ich pole-technisch machen soll. Ich hatte jetzt voll die Hoffnung, weil es hat ein neues Pole-Studio eröffnet hier in Essen, was ultra gut aussah. Und da sind jetzt eben die Preise live gegangen. Und ich muss sagen, ich bin echt not happy. Also das, was ich in Berlin bezahlt habe, waren 74 Euro und dafür hatte ich eine freie Stunde, einen Kurs und einen Flexikurs im Monat. Und in dem Studio kostet, wenn man für 23 Monate das Abo abschließt, ist genauso viel, aber man hat nur eine Stunde Pole. Und ich muss jetzt noch mal ein bisschen recherchieren, ob es irgendwie ein anderes cooles Pole-Studio in Essen gibt. Das Ding ist, es gibt eins, was halt auch bei Urban Sports Club mit drin ist, aber ich glaube, die haben da nicht so viele coole Kurse über Urban Sports Club und die anderen beiden Gyms. Die anderen beiden Pole-Studios, zu denen ich dann könnte mit Urban Sports Club, wären eine Stunde Fahrt entfernt und ich weiß nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also es ist das Einzige, wo ich so ein bisschen... Also auf den ersten Blick gibt es hier keine guten Pole-Studios, außer dieses teure jetzt. Also ich weiß auch nicht, ob das gut ist. Ich war noch nicht da. Es sieht halt nur echt schick aus. Vielleicht mache ich mir dann doch Urban Sports Club und fahre halt eine Stunde zum Pole und probiere das, was hier irgendwie in Essen ist, ob das auch cool ist. Das ist so das Einzige, was mich ein bisschen nervt. Ja, mein John Reed Membership kann ich dann auch wieder kündigen. Also ich habe das eh mit einem Monat Kündigungsfrist abgeschlossen. Das heißt, wenn ich mich dazu entscheide, Urban Sports Club zu machen, dann ist es so. Und dann, ja. Okay, Leute, ich gehe jetzt einkaufen und dann gibt es gleich ein Rewe-Haul. Hallo, meine Lieben, und willkommen zu meinem Rewe-Haul. Oh mein Gott. Ich habe actually nicht so viel gekauft. Ich habe eine Pizza gekauft, die ist aber schon im Ofen. Deswegen kann ich sie euch erst gleich zeigen. Ich habe gutes Dinkelbrot gekauft. Lecker, lecker. Dann habe ich einfach für die Basics einmal Mehl und einmal Zucker gekauft. Zwei Hafermilch. Immer die ohne Zucker. Wichtig. Eine Sweet Chili Soße. Und eine Teriyaki-Soße. Ich glaube, das war's schon. Das war irgendwie so voll der random Einkauf. Aber ich wollte halt Teriyaki-Soße, um Bowls machen zu können. Und ich wollte heute unbedingt eine Pizza kaufen. Und die hatten keine Pizzapasta. Which makes me a little sad. Aber dafür hatten sie diese Boston-Pizza in meinem neuen Ofen. Oh oh, es krimmelt. Ich habe kein Backpapier. Ich habe einfach vergessen, dass man sowas wie Backpapier und Alufolie und sowas kaufen kann. Naja, ich freue mich auf meine Pizza. Ich habe übrigens angefangen, Throne of Glass zu lesen, beziehungsweise ich lese in der Reihenfolge, dass ich als erstes The Assassin's Blade lese. Ich habe einige Meinungen gehört, aber irgendwie fand ich es überzeugender, das als erstes zu lesen. Ich habe keine Ahnung bisher, warum man das als erstes oder als, boah, ich weiß gar nicht, viertes, fünftes
Drittes lesen kann. Ich werde es noch rausfinden, aber bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich bin richtig happy, mal wieder in so einem richtigen Fantasy-Buch zu sein. Ich liebe halt Sarah J. Maas Schreibstil und das Worldbuilding und auch die Karte und sowas. Es ist einfach ein Träumchen. Ich lese es richtig, richtig gerne. Und ich bin super gespannt auf die Reihe an sich, weil das sind ja quasi so 5 Kurzgeschichten, die halt irgendwie, ja nicht separat, aber halt, wie gesagt, man kann es halt entweder am Anfang oder mittendrin lesen. Und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich letztens mir ein paar Bücher gekauft, unter anderem The Assassin's Blade und auch Throne of Glass. Und ich habe mir Daydream gekauft und One of Us is Back. Ich habe nämlich One of Us is Lying gelesen und ich fand es mega gut. Ich habe irgendwie richtig Bock, mich schon ins Bett zu legen. Also ich habe halt irgendwie den ganzen Tag auf dem Sofa gehockt und jetzt haben wir 20.15 Uhr. Wir haben jetzt 20.15 Uhr und ich habe irgendwie Bock, mich schon ins Bett zu legen und mich einfach so gemütlich unter meine Decken zu kuscheln, mir ein Räucherstäbchen anzumachen und halt wirklich einfach zu lesen. Aber irgendwie habe ich halt keinen Bock mehr, auf dem Sofa zu liegen gerade, weil ich hier den ganzen Tag schon gelegen habe.